Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Dorhop Farming Projekt auf der Karte in der Kaifeck. Und mit dabei ist der Chris. Servus. Jo, wir machen weiter. In der Zwischenzeit haben wir noch das Feld 34 fertig gedüngt. Chris hatte seine Wiese 7 fertig noch gemacht. Und ja, jetzt geht's los mit dem Schwadern, mit dem Gras einfahren für unsere Grassilage, für unsere Kühe. Und ja. Ich habe mir den Schwader mal geschnappt und werde jetzt mal so ein bisschen Bahn ziehen hier mit unserer neuen Errungenschaft sozusagen, die wir uns zugelegt haben, so ein bisschen. Ja, mal gucken, wie das so geht. Normalerweise soll es eigentlich ganz gut funktionieren. Ich habe das ja schon mal getestet mit dem Schwader. Also soll eigentlich ganz gut. Ich muss nur ein bisschen warten, bis ich ein paar Mal außen rum bin. Ja, ja. Mach du. Kein Stress. Hast du schon gesehen, es wurde ja ein neues Dings angekündigt, ein neues DLC, ein neues Komplettpaket, ja. Premium Edition. Ja, Premium habe ich heute gesehen. Ein Video, der soll auch, glaube ich, am 12. 11. kommen. Soll alles am gleichen Tag kommen. Genau, wo Premium ist ja da, wo alles drinnen ist sozusagen. Ja. Genau, du hast da jedes DLC ja, halt dabei. Genau. Aber das Premium würde ich mir ja eh nicht holen. Wenn ich die eh schon alle habe, weil dieses Alpin. Ja, wenn du alles schon hast, dann ja. Ja, Cotton interessiert mich halt nicht, das Bongo auch nicht. So, und das neue. Für mich lohnt sich's einerseits. Ich habe mir schon gedacht, ja, das Premium-Ding lohnt sich eigentlich für 40 Euro. Aber wenn ich zusammenrechne, das Alpine kostet 20, dann hast du das Querneland-Ding mit 14, 15 Euro, dann hast du noch das Andersen, dann bist du ja schon auf jeden Fall über 40 Euro. Ja, also bis jetzt habe ich zwei nicht. Ja, ich habe Andersen nicht, ich habe das Querneland nicht, dann das Alpine nicht. Der Querneland finde ich richtig geil. Was habe ich noch nicht? Ja, dieses Baumwoll-Ding, aber das interessiert mich nicht. Das ist so ein nice to have halt dazu. Ja, das finde ich ein bisschen langweilig. Ja, wollen wir halt, was da jetzt noch war, oder war da nicht eins kostenfrei, eins war noch, ach, keine Ahnung. Es sind interessante Sachen dabei, also interessante Fahrzeuge, so für Bergbauern und so finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Es sind eigentlich ein paar geile Sachen dabei. Ja, schon, ja, aber... Fettinger kommt so ein bisschen mehr ins Spiel. Ja, schon. Keine Ahnung, man muss mal gucken, wie die Karte so wird. Es soll ja noch eine Karte dazu geben, diese österreich-schweizerische Ehrengrad-Karte. Ja, ist Alpen. Aber er wird mich jetzt auch nicht großartig reizen, ganz ehrlich gesagt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nein. Ist halt so eine... Scheint Standardkarte, aber gut. Ja, aber. Das ist halt die dritte Karte dann im Bunde für neuen LS-Teil. Ja, quasi gesehen. Die Felsbrunnen halt und die dann. Und eine neue. Sozusagen dann. So war es ja eigentlich immer. Es kam ja eigentlich immer vom letzten LS-Teil ja immer die Karte dazu. Ja, genau. Und vom neuen LS-Teil die neue Karte sozusagen. Ja. Ich glaube, letztes Mal war es. Ach, diese komische. Diese brasilianische Karte. Ach, diese Estancia La Pacho war das, ja, genau. Und die Felsbrunnen. Ja. Ja, und da hätten sie halt jetzt die Ehrengrad und Felsbrunnen sozusagen für LS. 22, 21. Ja, genau, also. Nee, die neue, die wird mich jetzt noch nicht großartig reizen. Du kannst noch nicht. Ja, oder fährst drüber. Ja, fahr ja, drüber. Mal. Hau rein, lass knacken. Ja, ja, dann mach Platz mit deinem dicken Scheißer. Ey, lass mal Scheiß anrufen, ja. Oma Erna, das wird unsere Oma Erna auf unserem Hof. Wieso Oma Erna?
Oh, keine Ahnung, was so ein altes Oma-Ding ist. Oh, ey, dicke Bertha. Ja, oder dicke Bertha, genau. Hört sich lustiger an. Das Ding ist auch in Realität wirklich eine dicke Bertha, also. Na klar. Stahlschwein, wirklich ein Stahlschwein. Ja, aber man muss einfach mal gucken, keine Ahnung. Ein paar interessante sind dabei, diese Ebi-Geschichten und so. Die finde ich eigentlich ganz witzig. Ja. Das eine oder andere, ja. Ich stehe ja schon preisfest wieder. Ja, 20 Euro für Karte und die Fahrzeuge. Frage ich eigentlich, ist eigentlich schon Standardpreis. Ja. Das sind, glaube ich, 30 Fahrzeuge, die da mit reinkommen. Ja. Ich glaube, ja, 30, 34 Euro sind die Räder. Ja. Die Karte, ja, okay, die wird mich jetzt nicht gerade so rüstern. Karte ist halt Scheinstandard. Ja, ist es nicht so praktisch. Aber war da nicht noch irgendwas mit Produktion, bla? Mit Schokolade, irgendwas? War da nicht irgendwas? Kann gut sein, ich weiß es jetzt aber nicht. Irgendwas hatte ich gehört, aber ob das so stimmt oder wie auch immer, oder ob das nur wieder so munkelnd war. So sicher bin ich mir jetzt gar nicht. Nö, ich auch nicht. Aber es hieß ja eigentlich bei der Estancia La Pacho auch damals, dass da was kommt, und dann war es ja eigentlich nur Zucker zur Zuckerrohr-Dingsbums bringen. Ja, genau, also Zuckerrohr. Also so eine Verkaufssache halt. Ja, Zuckerrohr ist auch nicht gerade so der Burner gewesen. Nö. Was ich eigentlich geiles DLC fand, war diese, wie hieß denn das, dieses... Oh, russische, polnische Ostding mit C-Tor dabei und so. Ja. Im LS17 oder was das war. Hinten war das scheiße. Das fand ich noch geil. Mir fällt gerade der Name nicht ein von der Karte. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen. Slovak Village? Nein. S irgendwas? Ach. Ah! Meins, mir fällt das ein. Ich komme nicht auf den Namen, ich weiß aber, was du meinst. Warte mal. Farming Simulator. Was ja gerade zu tun. Gibt's das noch von früher bestimmt? Ah, oder nee, das war LS15 noch, wa? Ach du Scheiße, ich glaube, da habe ich das richtig angefangen mit LS. Oh, das war LS15 noch. Ach du Heiland. LS15. Mhm. LS15 DLC C-Tor. Was ist denn das? Das Gold-Add-on, genau. Mit C-Tor. Und wie hieß die Karte? Sosnovka. Sosnovka. Ja. Wo fährst du hin? Oh, ja. Hätte man scharf abbiegen sollen. Ne? Sosnovka. Die fand ich eigentlich gar nicht verkehrt vom Flair her. Die fand ich eigentlich so. Ja, okay. Hätte auch ein paar Sachen, klar, kann man besser machen. Ja, aber. Klar. War nicht verkehrt. Nee, die Richtung war nicht mal so schlecht. Mit den Flüssen und den Gräben und so ein bisschen Forst und so ein bisschen Ostdeutsch. Ja. Die Fahrzeuge haben da auch gut zu eigentlich gepasst. Waren, glaube ich, jetzt auch nicht so arg viele, soweit ich weiß. Auch diese drei Traktoren, dieser alte, dieser kleine C-Tor, dieser größere C-Tor. Ach, da kam doch noch dieses Rostl-Marsch-Niva-Dings dazu. Ja, genau. Dieser ganz kleine Drescher. Stimmt. Was ja früher so ein Highlight war ja auch das im 13er das Titanium-Addon, wo dann Case dazu kam mit den großen Dreschern. Genau. Das war ja wirklich so ein Highlight. Also ich fand dies hier beim LS 19 fand ich echt klasse. Das war echt genial. Ja, Glas war geil, kannst du ja nichts sagen. Bei und anderen Sachen kann ich nicht neue, viel sagen, habe ich noch nicht getestet. Neue finde ich zum Beispiel geil als Vicon und Kölner Land. So,
kann ich nicht viel zu sagen, aber ja, scheint eigentlich ganz gut zu sein. Also ich finde echt genial. Zaun entlang fahren. Ich sag's so. Zaun. Geht. Wenn man ein bisschen vorsichtig dran lang fährt, dann geht's wohl. Aber ich habe jetzt ein bisschen Vorsprung vor dir. Ja. Ein Ladewagen hast du jetzt runter, ne? Ja, ich hab jetzt. Anderthalb. Nee, anderthalb nicht. Hätten wir. Das sind ungefähr 50 bis 60.000 jetzt sind hier runtergekommen. Oh, müssen wir mal gucken. Oder? Ey, du hast jetzt einmal abkippen. Wie viel geht da rein in den Ladewagen? 40.000? Ja, ich bin gerade am gucken. Da gehen 42 rein. Ja, fast 45 habe ich. Ja, dann sag 44.200. Okay. Hab ich jetzt aus dem Feld rausbekommen. So, dann kriegst du hier noch einen Ladewagen voll und ein bisschen. Ja, kommst du so auf 100.000. Ja, knapp 100.000, denke ich mal. So. Ja, so in dem Dreh. Ja, aber ich sag mal so, mit diesem alpinen Dings hat man ja auch nicht gerechnet. Jeder dachte so Richtung Deutz oder so, weil ja, wegen Lauingen, wegen Farmcon halt. Hätte, glaube ich, keiner gerechnet mit, dass sie irgendwas mit Alpin und so machen. Nee. Das war echt eine Überraschung. Ist halt echt die einzigste Einfahrt das hier. Ja. Da musst du aber von vorne gleich richtig. Das ist echt blöd gemacht, weißt du das? Die Einfahrt hier. Du hast ja auch die dicke Bertha oder die dicke Erna. Die dicke Bertha, die will halt jetzt nicht so ganz so wie so. Nee, nee, die hat halt einen Wendekreis wie so ein Schiff, wie so ein Containerschiff. Da müssen wir ein bisschen. Kriegst du den rückwärts reingedrückt irgendwie? Ich meine, jetzt wollte ich gerade versuchen. Das Ding glaub, das wird auch nichts. Ich glaube, da kannst du nochmal vorne auf die Straße und von vorne irgendwie. Doch, rückwärts geht. Oh, guck. Nee, ich hätte ja auch den Fendt nehmen können zum Schwadern, aber da ist der Deutsch doch wendiger für sowas. Ja, aber mit dem Schwader kann man das recht gut breit zusammenhauen. Ja, der ist eigentlich ganz gut. Breiter als so ein Mittelschwader. Ja, reicht für die Felder, reicht das dick. Zehnmal. Da brauchst du kein 14, 15 wenn man, Meter. Wenn wir noch zwei Felder hätten, würde das so top gehen. Mhm. Ja, klar. Aber ja, dann müssen wir uns eigentlich nur noch entscheiden, was wir auf die Felder hauen. Ja. Und ja, dann können wir da anbauen. Temperatur haben wir ja. Ich denke mal, wir müssen gut was gehen. Boah, mal gucken, irgendwas mit Stroh noch mal so ein bisschen. Ja, genau, so war das ich, Weizen oder was weiß ich. Ja, oder gucken nach dem Preis. Hafer ist ja eigentlich auch nicht so ganz verkehrt. Ja, da ist der Preis noch okay, auf jeden Fall. Und sonst noch Raps oder so fürs Geld, sag ich mal. Ja, Raps. So, obwohl Raps gibt auch Stroh ab. Stimmt, auf der Greifer gestern ja alles ein bisschen anders. Ja. Sojabohnen würde ich nicht machen, wegen 3 Tagen. Da kann es sein, dass im Herbst das muss nicht runterkriegen. Ja, da ist Raps vielleicht besser. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das im Herbst runterkriegen. Der Sommer ist nicht so schön, das hatte ich jetzt schon gesehen so ein bisschen. Okay. Vorhersage, ja, 2 Tage Regen. Ja, aber 2 Tage Regen, einer schön. Ah ja, der Herbst wird ganz okay. Geht. 1 Tag Regen, 1 Tag Sonne, besser. Ja.
Ja, aber das Jahr blinkert dann so vor sich hin. Also. Ja. Müssen wir nur noch gucken, dass die Kühe versorgt sind, so ein bisschen. Genau, da können wir gleich mal reingucken. Was machen die Kühe? Sauberkeit ist okay, Wasser auch, Stroh könnte ein bisschen rein und sonst passt das eigentlich. Ja, die brauchen halt wirklich krass Silage noch. Oder Mistration, ups, du kannst. Oh, müssen wir mal gucken. Ja, aber was gehen wir? Gehen wir dann nochmal auf dem Feld mit dem ganzen Geld, was wir so reinkriegen? Oder rüsten wir den Fendt auf? Oder wollen wir Kühe? Ich würde vielleicht sogar einen Fendt aufrüsten, oder? So ein bisschen, jetzt eine Vollkanne und so. Also schon Fronthydraulik. Ja, auf jeden Fall. Fronthydraulik würde ich schon machen. Ich glaube, also die kostet auch nicht so viel. Ich lasse die mal vorbei. Ja, genau. Und dann können wir ja vielleicht sogar noch das eine oder andere Feld holen. Besser. Boing, das war das Stromhäuschen. Hat er schon wieder eine Beule, kostet dann auch nochmal 5000 Euro mehr. So kann man das Geld auch vernichten. Was kriegen wir denn so für... Solange wir keine BGA haben, ist das alles nichts wert. CCM geht wohl. Kartoffeln. Aber da müssen wir auch waschen und so. Roggen ist auch nicht so verkehrt, sehe ich gerade. Nee, da ist der Preis, glaube ich, auch ganz gut für. Roggen, Hafer und Raps. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. So, kriegen wir den Schlawiner hier rein. Lenkt mit. Das Schöne ist, er lenkt mit. Aber ab und zu auch ein bisschen höflich. Muss mitlenken, aber dann auch rechtzeitig gegenlenken, lieber Schwader. Ja, das gute Quetschverfahren, das gute alte Quetschverfahren hilft immer. Ja klar, das geht immer. Kennt man auch von den Bullies in der Arbeit. Vater, was machst du komisches? Du stehst irgendwie noch nicht so wirklich da drinnen. So. Gut, dann gucken wir mal bei dir auf dem Silohaufen vorbei. 84 haben wir jetzt schon. Und dann stelle ich mich da eben mal drauf und fahre ein bisschen fest. Ja, ich hole jetzt noch den Rest gerade. Dann müssen wir so um die 100.000 ungefähr. Ja, zur Not machen wir dann beim zweiten Schnitt nochmal Dings. Entweder haben wir die Silage bis dahin raus und haben das eingelagert. Ja. Oder wir machen Silageballen noch. Genau. Man kann es auch rausschaufeln, man kann auch die 100.000 rausschaufeln und einlagern, sag ich mal. Wäre auch eine Variante. Kann man das einlagern normal sowohl GPS Grassilage, müssen wir mal gucken, ob das geht. Ich glaube fast nicht. Nur gut, dann machen wir halt Silageballen und fertig. Ja. Auch cool, mal Ballen machen. Ich denke mal, die 4000 Euro werden wir verschmerzen für eine Ballenpresse. Ja, irgendwann kannst du sie eh kaufen. Wenn sie eh weiß, ich mache öfters. Dann brauchen wir aber noch einiges an Feldern. Ja, ja. Aber ich denke, das wird auch so das nächste Ziel sein, dass man Felder anschafft, weil Fahrzeuge haben wir eigentlich ganz gut.
Ja, sind wir auf jeden Fall schon gut dabei, sagen wir mal so. Dass man nochmal irgendwo ein neues Feld anschafft. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Verdichten wird eine Weile dauern, weil man hier nicht wirklich viel Platz hat zum Fahren. Ja, ich hab's ein bisschen eng gehalten auch. Ja, merke ich. In Realität würde ich dich umbringen dafür. Ich hab's auch nur gut gemeint mit dir. Ja. Gut, dass mein Schlepper so ähnlich ist. Aber ich drück's relativ weit nach vorne. 13%. Boah. Um ein bisschen da. Ist gleich noch. Ja, Marsch. Liebe Zuschauer, ich halte da mal so ein feines Nickerchen. Ich beende dabei die Folge und wenn ich bis dahin nicht eingeschlafen bin, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, falls die nächste Folge mit einem schnarchenden Chris-LP stattfindet, dann wisst ihr, dann bin ich auf dem Deutsch eingeschlafen. Jo, aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar, schreibt eure Meinung rein über das DLC und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, bis dahin, tschüss.